Legale Enteignung, jetzt kommt der SPD-Lastenausgleich ganz hinterfurzig durch die Hintertür und wir werden das Ganze kaum merken. Die deutschen Politiker haben sich mal wieder einen neuen Spaß ausgedacht und ich selber kann es kaum fassen. Man wird es echt langsam überdrüssig, wie bei so einer Zermürbungsstrategie, wo man dann irgendwann an den Punkt kommt, dass man sagt, hey, nimm das ganze Geld, erstick doch dran. Oder lass mich doch einfach in Ruhe. Oder man bringt halt eine Strategie auf den Tisch, bei dem sie uns echt mal können. Es belastet definitiv zunehmend, wenn dir die eigene Regierung durch immer wieder neue Taschenspielertricks versucht, dir das Vermögen zu nehmen oder immer größere Teile deines Einkommens zu stehlen. Und sie sich dann für 100.000 Euro eine Kosmetikerin oder ein Fotoshooting rauslassen, dann könnte ich wirklich so richtig die Faust in der Tasche ballen, denn du weißt, ich weiß, das ist nur die Spitze des Eisberges. Das ist so etwas von ehrenlos, das ist einfach noch brutal. Entsprechend habe ich dieses Video abgedreht, in dem ich dir 13 hammerharte Strategien an die Hand gebe, wie du deine persönliche Fuck You-Position einnehmen kannst. Denn es ist ja wohl zunehmend immer weniger zu ertragen, was da für Planungs- und Handlungsdilettanten am Start sind. Das größte Problem, was wir aktuell definitiv in Deutschland haben, sind diese Geldvernichter. Keiner von uns würde sowas machen. Außer er will in die Insolvenz oder hat ein größeres Vermögen geerbt, für das er selbst nicht arbeiten musste. Und jetzt prasst er es einfach für blöd raus, für jeden Blödsinn, den er sich so vorstellen kann. Das ist dann aber auch die Sache des Erbens, sein Geld, sein Vermögen. Aber hier geht es um unser Geld und unser Vermögen und unseren Wohlstand in Deutschland. Und das frustriert echt zunehmend und es motiviert null, hier weiter zu arbeiten und Vermögen in Deutschland aufzubauen. Aber es hat mich auf der anderen Seite auch top motiviert, dieses Video hier zu drehen, damit du dich genau darauf vorbereiten kannst und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten kannst, um dich hier einfach top aufzustellen. Zieh dir alle meine 13 Punkte in diesem Video rein, setze sie um und zeige einfach diesen Dilettanten den Fuckfinger. Denn sie haben es einfach nicht anders verdient, meiner persönlichen Meinung nach, denn so geht's gar nicht. Mein Name ist Dr. Florian Roski, ich bin Analyst, Investor und Macher und in meinen Videos nehme ich dich mit auf meine persönliche Freiheitsreise. Deutschland stehe vor Herausforderungen, wie unsere Republik sie in dieser Konzentration und Härte wohl noch nie erlebt hat. Genau so formulierte es unser SPD-Bundeskanzler Scholz in seiner letzten Rede. Das heißt, man versucht hier einen Notstand herbeizureden, das es der Politik augenscheinlich ermöglicht, uns weiter zu verschulden oder sogar drastischere Maßnahmen zu ermöglichen. Nachdem man doch erst gerade die Regierung dabei erwischt hat, Volksvermögen umzuwidmen, um es für die eigene Agenda zu missbrauchen. Die SPD wünscht sich nun unter anderem eine weitere extreme Verschärfung der Erbschaftssteuer, was ins Prinzip nichts anderes ist als ein Lastenausgleich. Aber halt nicht zu unserer Lebzeit, sondern nach unserem Tod. Und dann für deinen Ehepartner und deine Kinder, die dann deine Firma oder Immobilien verkaufen müssen, um diese Steuern zu bezahlen. Dein Erbe, dein Lebenswerk bekommen dann halt nicht deine Erben, sondern es wird für Waffenlieferungen, Bürgergeld, Genderpolitik, Politikergehälter oder noch besser für das Make-up von Frau Baerbock ausgegeben. Und das mache ich mal definitiv nicht mit. Dabei geht es mir überhaupt nicht gut, das nervt mich so richtig. Durch diesen neuen Trick versucht man jetzt,
den gewaltigen Finanzhunger der Ampel zu befrieden und Leistungsträger und sparsame Deutschen ihre Lebensleistung wegzubesteuern, während viele Länder wie Österreich zum Beispiel gar keine Erbschaftssteuer haben, will man hier einen Lastenausgleich durch die Hintertür installieren. So nach dem Motto, naja, wenn er sich denkt, nach dem Tod nehmen wir einen großen Anteil weg von seinem Vermögen, dann schmerzt es ihn ja gar nicht mehr so. Aber Pustekuchen, das ist unser Lebenswerk. Na klar schmerzt das und das wollen wir gar nicht. Diese neue Erbschaftssteuer, die hier eingeführt werden soll, findest du top aktualisiert auf zum Beispiel der Seite der SPD. Die Jusos, also der SPD-Nachwuchs, sieht das Ganze noch drastischer und möchte unser Erbe bis zu, halte ich fest, 90% besteuern. Hier der Artikel. Trotz Rekordsteuereinnahmen schafft es unsere Politik aktuell einfach nicht, mit dem Haushalt vernünftig umzugehen. Das ganze Verhalten macht es zunehmend deutlich, warum Deutsche nicht mehr nur auswandern, teilweise fliehen sie regelrecht und sind auch sogar zunehmend bereit, Nachteile beim Verkauf ihrer Immobilien oder Firmen in Kauf zu nehmen. Hauptsache weg. Ich werde dir jetzt 13 Methoden vorstellen, wie du dich von der Geldgier der deutschen Politiker in Sicherheit bringen kannst. Diese 13 Techniken kannst du dir ebenfalls bei uns im Download-Bereich herunterladen. Den Link dazu werde ich dir in der gleichnamigen Telegram-Gruppe kostenfrei einstellen. Also einfach bei Telegram suchen nach Dr. Florian Roski und du bekommst den Link und kannst dir dann ganz einfach alles auch nochmal downloaden. Schritt 1, Vermögensüberprüfung. Eine genaue Bestandsaufnahme des eigenen Vermögens ist der erste Schritt. Dies beinhaltet das Erfassen von Immobilien, Kapitalanlagen, Firmenbeteiligung und anderen wertvollen, sichtbaren Besitztümern. Also erstmal machen wir eine Bestandsaufnahme. Zweitens, es geht um das Thema Vermögensschrumpfung. Ich empfehle dir Schuldenreduzierung, denn das verringert dein Bruttovermögen. Denn Gesamtvermögen setzt sich aus Eigenkapital und Fremdkapital zusammen. Daher kann das Abzahlen oder Minimieren von Schulden eine Möglichkeit sein, das zu versteuernde Vermögen zu reduzieren. Besser 2 abbezahlte Einheiten als 10 teilfinanzierte Einheiten. Drittens, Firmenreduzierung. Wenn du mehrere Firmenbeteiligungen besitzt und über eine aufgeblähte Holdingstruktur verfügt, kann es Sinn machen, wenn du diese auf wenige Beteiligungen reduzierst. Auch macht es Sinn, sich auf die Firmen zu fokussieren, die mit wenig Umsatz viel Gewinn zu erzeugen, als auf umsatzstarke Firmen mit einer schlechten Umsatzrendite. Also auch hier ist weniger mehr. Zudem kannst du auch im Notfall eine Firma wesentlich schneller liquidieren und verkaufen als 10. Als positiver Nebeneffekt reduzierst du deine Komplexitätskosten und die Kosten von Buchhaltern und Steuerberatern. Und du bereitest dich auch vor auf einen möglichen Wegzug, Stichwort Wegzugsbesteuerung. Also lieber eine Firma besitzen, die mit 300.000 Euro Umsatz 300.000 Gewinn macht, als mit 3 Millionen Umsatz 300.000 Gewinn. Viertens, Aufbauen von stillen Reserven in deiner Firma. Hierzu 3 einfache Beispiele. A. Konservative Bewertung von Vermögenswerten. Also bewerte deine Vermögensgegenstände wie Immobilien, Maschinen und Fahrzeugen bewusst konservativ durch Abschreibung. Und damit ersorgst du dafür, dass du stille Reserven schaffst und deine Buchungswerte oder unter dem Marktwert liegen. Also du siehst damit ärmer aus. Zweitens, vorsichtige Abschreibungspolitik. Nutze also Abschreibungsmethoden, die den Wert deiner Anlagegüter möglichst schneller mindern, als sie tatsächlich an Wert verlieren. Dies führt zu niedrigen Buchwerten im Vergleich zum Marktwert. Drittens, Unterbewertung von Lagerbeständen. Bewerte deine Lagerbestände besonders vorsichtig. Eine konservative Bewertung kann dazu führen, dass die tatsächlichen Werte des Lagerbestandes über dem Buchwert liegt. Alles andere
Und in diese Richtung kannst du mit deinem Steuerberater besprechen. Der hat da sicherlich einige gute Ratschläge für dich. Fünftens, internationale Vermögensverlagerung. Eine breite Streuung der Anlagen kann Risiken minimieren und gleichzeitig die Auswirkung von Vermögensteuern abschwächen. Denn umso weiter das Vermögen entfernt ist, umso schwieriger ist es zu bewerten und es ist erstmal vom direkten Zugriff geschützt. Besonders empfiehlt sich dabei das Investment außerhalb der EU. Solltet ihr Interesse an einer kostenfreien Beratung zum Investment in Dubai oder Nordzypern haben, findet ihr natürlich den Link unter dem Video. Hier aber auf ausreichende Eigenkapitalausstattung achten. Sechstens, Geschenke und Erbschaften. Frühzeitige Vermögensübertragung auf möglichst viele Familienmitglieder kann auch eine Strategie sein, um das eigene steuerpflichtige Vermögen zu reduzieren und es auf den Schultern von Freunden und Familienmitgliedern so zu verteilen, dass alle etwas haben, aber keiner heraussticht. Siebtens, eine Familienstiftung in Deutschland oder Liechtenstein kann sicherlich auch einen guten Beitrag leisten bei der Reduzierung des eigenen offensichtlichen Vermögens. Denn Stiftungen gehören sich in der Regel selbst. Achtens, Prophylaxe. Prophylaxe ist oft alles. Also weder die Linken, noch die Grünen, noch die CDU, CSU oder die FDP je wieder wählen. Und auch keine andere linke oder kommunistische Partei, das schützt definitiv dein Vermögen am besten. Und eins sei gesagt, Steuernabgaben zu zahlen für Krieg, GEZ, Lebenseinschränkungen bei C-Bekämpfungen oder Politikergehältern, Bürgergelder oder Brücken auf Madeira zu finanzieren, das hat gar nichts mit dem Solidaritätsprinzip zu tun, sondern beim Solidaritätsprinzip geht es darum, sich solidar zu erkennen mit der eigenen Bevölkerung, Familie und Freunde. Punkt. Neuntens, politische und steuerliche Entwicklungen im Auge behalten. Änderungen in der Steuergesetzgebung sollten kontinuierlich beobachtet werden, um rechtzeitig abfliegen zu können. Deshalb empfehle ich wirklich jedem, einen Plan B in der Tasche zu haben. Eine Emirates-ID in Dubai oder ein Aufenthaltstitel in Nordzypern sind gute Hilfsmittel für die eigene Freiheit, denn man weiß, man kann sofort gehen. Zehntens, Investitionen in physische und nicht registrierte Vermögenswerte. Investiere in physische Vermögenswerte wie Edelmetalle, also Gold und Silber, Kunstwerke oder andere wertvolle Gegenstände, die leichter zu transportieren sind und nicht immer direkt mit deinen Namen in Verbindung stehen. Diese können als Vermögensspeicher wunderbar genutzt werden, da auch oft ihr Wert gar nicht so einfach bestimmbar ist und Zugriff ist sowieso schwierig. Auch Bargeldbestände in Hartwährungen sind immer ein gutes Investment gegen Vermögensabgaben. Elftens, Kryptowährungen bieten sicherlich eine gute Möglichkeit, Vermögen halt auch digital und potenziell anonym zu speichern. Speziell sind dezentralisierte Finanzdienstleistungen zu empfehlen, die weniger reguliert sind und mehr Anonymität bieten können als traditionelle Banken. Zwölftens, ein Netzwerk von Vertrauenspersonen. Baue dir ein Netzwerk von vertrauenswürdigen Personen auf, die in unterschiedlichen Rechtsräumen agieren können und dir der Verwaltung deines eigenen Vermögens helfen können. Letztens, 13. Verwendung von verschlüsselten Kommunikationsmitteln. Also nutze sichere, verschlüsselte Kommunikationsmittel, um Diskretion bei der Besprechung und Verwaltung deines eigenen Finanzen und Vermögens zu haben. VPN-Systeme, Telegram ist sicherlich zu bevorzugen, anstatt jetzt eine Kommunikation über WhatsApp zu führen. Bitte vergesse auch an dieser Stelle nicht, diesen Kanal zu abonnieren, einer der wenigen, die nicht nur warnen oder motivieren, sondern die einfache und klare Handlungsanweisungen an die Hand geben, damit du dich und dein Vermögen top aufstellen kannst. Beste Grüße an dieser Stelle, dein Dr. Florian Roski aus Dubai. Diese 13 Punkte sind ganz einfach nur Handlungsmöglichkeiten. Natürlich solltest du das Ganze immer im rechtlich korrekten Rahmen und in einer rechtlich korrekten Art und Weise gestalten, damit du hier keine Probleme hast.
Denn das ist doch eines, was uns ausmacht, dass wir smart handeln und nicht dumpf und nicht ungeplant, denn wir sind keine Dilettanten. Und eines meiner Lieblingsmottos ist: Bereite dich auf das Schlimmste vor, das Beste kümmert sich um sich selbst.